Richtig nicht schön, Jungs. Und ist mein Spann. Das kommt mir aber die ganze Zeit so vor, als hätten wir irgendwas vergessen. Achtung, Achtung! Hier spricht die Küstenwache. Drehen Sie sofort ab! Sie steuern mitten auf einen Eisberg zu. Das war's! Wir müssen den Eddie Nerdscope drehen, das haben wir vergessen! Alter, wir sind Kilometer vom nächsten Festland entfernt! Egal, dann drehen wir auf dem Boot. Umziehen! Scheiße! Diese Woche beschäftigen wir uns unter anderem damit, wie göttlich das Spiel League of Legends wirklich ist. David hat sich für euch durch Dark Souls 3 gestorben und wir haben Sonys Virtual Reality Zukunft unter die Lupe genommen. Außerdem besprechen wir die neuen Trailer zu Suicide Squad, magische Tierwesen und wo sie zu finden sind und natürlich Star Wars Rogue One. Herzlich willkommen zu 1080 Nerdboat, das da ist Frodo. Das da ist Floß. Ja, und in der Zeit, in der wir weg waren, sind unglaublich viele Dinge passiert. Zum Beispiel hat Henry Cavill erzählt, dass er den Anruf von Zack Snyder verpasst hat, der ihm angeboten hat, Superman zu sein, weil er gerade WoW gezockt hat. Stell euch das mal vor, du verpasst wirklich den wichtigsten Moment deines Lebens, weil du gerade ein Videospiel spielst. Ja, aber ganz ehrlich, jeder hat doch schon mal beim Zocken irgendwie was verpasst, weil er gerade so voll in the zone war. Das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Das stimmt, guck mal. Historische Momente, die durchs Zocken verändert wurden. So, das waren jetzt sicher alle Tiere, oder? Da fehlen noch ein paar Einhörner. Leute, voll DPS auf den Tank! Jekyll auf den Support, den Demon da hinten schieben! Sir, Mr. President, Sir, die Sklaven nerven alle! Can't you see I'm playing video games? Tell the slaves to do whatever the fuck they want. I need to kill some people here on the internet. Get the fuck out. Leute, wollt ihr mal langsam aussteigen? Jungs, hallo? Hallo? Johnson bucht das Studio, wir müssen die Mondlandung faken. League of Legends ist jetzt eine Religion, also fast. Nee. Ja, gut, okay, gar nicht, aber der betagten Dame auf diesem Bild ist das reichlich egal. Ja, die kniete nämlich in Shanghai vor einem Internetcafé auf der Straße und betete eine Statue an. Das Lustige ist, das war der LoL-Charakter Garen, der Champion, der wurde dort zu Promotionszwecken aufgestellt. Vielleicht hat sie auch einfach die LoL-Götter angebetet, um den Early Gank vom Jungler, um da in der Toplane ein bisschen durchzurasieren. Oder sie hat sich einfach geirrt. Ja, oder so. Denn zur Ehrenrettung der alten Dame springe ich jetzt einfach mal ein. Denn ich weiß, dass diese Verwechslung nicht von ungefähr kommt. Der Toplane-Champion Garen sieht nämlich dem chinesischen Volkshelden Guan Yu zum Verwechseln ähnlich. Und nur damit ihr es wisst, Guan Yu ist ein chinesischer General, der zur Zeit der drei Reiche gekämpft hat und heute noch in weiten Teilen Chinas verehrt wird. Sowas weißt du? Wieder was gelernt. Mhm. Ja, aber stellt euch doch mal vor, wenn League of Legends tatsächlich eine Religion wäre und wir jeden Sonntag nach der LCS in die Kirche müssen. Also dazu würde ich gerne mal so einen gut produzierten Sketch von diesem 1080 Nerdscope sehen. Wer soll denn das bitte produzieren? Ja, am besten einer, der nicht auf dem Boot festhängt. Schauen wir mal. Vater, ich habe gesündigt. Mein Sohn, komm mit mir. Vater, ich habe gesündigt. Ich habe meinem ADC mit meiner Kuh 5 Last Hits geklaut und seinen Farm versaut. Keine Sorge, Sohn. Riot vergibt dir. Das ist doch nicht alles, Vater. Ich habe behauptet, ich hätte Wards platziert, aber ich hatte gar keine im Inventar. Sünde! Sünde! Als wir dann trotzdem gewonnen haben, habe ich in den Chat die Buchstaben EZ geschrieben. EZ? So wie in Ezekiel? Nein, Vater, wie in Easy. Junge, da hast du gesündigt. Bei unserem Herrn, in der High Elo, da wird sowas sofort reported. Da kommst du in die Elo-Hölle. Aber noch ist nicht alles verloren. Ich möchte, dass du 10 Ave Morgana und 5 Weiger Unser betest. Und dann wird dir bestimmt vergeben. Okay, Vater. Okay. LOL auf dem Server. Geheiligt werde die Toplane. Dein Gank komme, deine Ult geschehe. Wie in der Mid, so auch in der Botlane. Unsere täglichen Riot Points gib uns heute und vergib uns unsere Sucht nach neuen Skins.
wie auch wir vergeben schlechten AD-Carries. Und führe uns nicht in die Verbindungsabbrüche, sondern erlöse uns von übermütigen Tower-Dives. Denn dein ist der Gank und das GG und das Well-Played. In Ewigkeit rein. Rein. Falls ihr euch übrigens fragt, warum David nicht bei uns auf dem Boot ist, der ist leider von uns gegangen. Ja, endlich. Ja, ich meine natürlich, oh, schade. Ja, und auch nur in dem Spielflow, nämlich in Dark Souls 3. Das ist bei uns eingetroffen und seitdem stirbt sich David fröhlich von Bosskampf, zu Lavahöhlen, zu Höhlen mit Laserwürmern. Ja, Laserwürmern. Das sind Würmer, die haben Laser. Seht selbst. Um das gleich mal zu bestätigen, ja, in diesem Spiel gibt es Laserwürmer. Okay, eigentlich gibt es nur einen davon, aber glaubt mir, der reicht. Und genau das wird euch häufiger durch den Kopf gehen. Es reicht. Dark Souls 3 wirft zum Abschluss der Trilogie nochmal alles in den Ring, was irgendwie wehtun kann. Kleine Ratten, große Ratten, Lava, Drachen, Gift, Riesen und eben Laserwürmer. Viel schwerer als die Vorgänger ist es nicht, aber eben auch nicht leichter. Vor allem müssen sich all jene, die vergangenes Jahr mit Bloodborne neu zu dieser Sorte Spiel gekommen sind, erstmal umgewöhnen. Dark Souls spielt sich nämlich deutlich gemächlicher, bietet dank der Zaubereien aber auch mehr Vielfalt in der Herangehensweise. Dafür ist es aber auch im Vergleich sehr viel härter. Wo Bloodborne auch mal Fehler verzeiht, gibt's hier Gegner, die euch einfach aus dem Leben hauen. Mit einem Schlag. Dieses One-Hitten und weitere Tests für die eigene Spieldisziplin muss man halt auch im neuesten Teil verkraften können. Wer all das schon kennt, also echte Souls-Veteranen, wird aber kaum überrascht. Teil 3 macht sich gar nicht erst die Mühe, große Veränderungen zu bringen. Die Steuerung wurde leicht verfeinert, endlich blickt man sogar in den Menüs durch. Neuerdings gibt es Mana-Flasks, aber beendet die Liste der großen Neuerungen schon. Stattdessen bedient sich Teil 3 fleißig bei den eigenen Vorgängern. Hier erscheint das Spiel wie Demon's Souls, ganz oft nennt man sich in Dark Souls 1 oder 2 und dieser Dungeon wirkt, als wäre er bei der Entwicklung von Bloodborne hinten übergefallen und jetzt einfach ausgekramt worden. Allerdings, auch wenn das alles recht vertraut wirkt, sieht es doch deutlich schöner aus. Die Souls-Reihe war ja schon immer für ihre malerisch albtraumhaften Landschaften bekannt und auch hier gibt's vor allem im letzten Drittel viele grandiose Aussichten zu genießen. Atmosphärisch verabschiedet sich die Reihe nochmal auf Höchstform. Abschließend lässt sich also sagen, Dark Souls 3 ist ein tolles Spiel und entwickelt trotz Tendenz zum Selbstplagiat seine eigene Identität. Aber so ist es halt bei Fortsetzungen. So richtig umhauen wird das hier zumindest die Veteranen nicht mehr. Aber das übernehmen dafür ja die Laserwürmer. Für Trailer-Fans war die letzte Woche übrigens ein echtes Fest. Suicide Squad hat zum Beispiel einen neuen Trailer spendiert bekommen, in dem man endlich auch mehr vom Joker sieht. Und Ben Afflecks Batman hat offenbar wesentlich mehr Screentime als gedacht. Ja, das passt jetzt zu der Info, dass Ben Affleck jetzt offiziell auch seinen eigenen Batman-Film schreiben, Regie führen, produzieren und natürlich als Batman mitspielen wird. Aber das war gar nicht mein Top-Trailer. Ich habe mich extrem gefreut über fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Der hat jetzt endlich mal Material aus dem Film, so richtiges, aber so ein bisschen fehlt mir diese Magie der Harry Potter Filme noch ein bisschen. Die kommt nicht so ganz rüber, dafür ist die Musik aber wirklich atemberaubend schön. Das gesamte Marvel-Universum freut sich über den ersten Trailer zu Doctor Strange. Sieht so ein bisschen aus wie Sherlock auf LSD in der Matrix mit Inception. Und der Rest der Welt freut sich über den Star Wars Rogue One Trailer. Aber der wird wahrscheinlich auch wieder alle Trailer-Rekorde brechen, denn ganz ehrlich, Hand hoch, wer findet den auch geil? Wahrscheinlich ungefähr jeder, denn das Ding ist nicht nur abartig genial geschnitten und sieht abartig fantastisch aus. Nein, er revealed auch endlich ein paar neue Details, die so auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sichtbar sind. So sieht man zum Beispiel eine schwarz vermummte Gestalt und ersten Gerüchten zufolge könnten eventuell auch Darth Vader und der Imperator auftauchen. Ja, der Kostümdesigner des Original Darth Vader Kostüms hat nämlich durchblicken lassen, dass er an dem Film mitwirkt und auch eine weitere alte Bekannte ist in dem Trailer schon zu sehen, nämlich Mon Mothma, eine galaktische Senatorin, die auch in der Originaltrilogie mitgespielt hat, in der Prequel-Trilogie dann rausgeschnitten wurde, aber theoretisch auch drin, war sogar dieselbe Schauspielerin. Und die ist jetzt wieder da, ist nämlich eine der wenigen Frauen, die überhaupt jeweils in Star Wars irgendwas gesagt hat. Das ist übrigens ein ganz interessanter Fakt, denn in Episode 4, 5 und 6 gab es genau 3 Frauen mit einer Sprecherrolle. Und das passt jetzt gerade zu einer frisch erschienenen Studie aus Hollywood. Da wurden nämlich tausende Drehbücher durchgeguckt und rausgefunden, dass der Sprechanteil von Frauen signifikant unter dem von Männern liegt. Also die Emanzipation ist da in den Hollywood Hills noch nicht ganz angekommen. Ja, gut angekommen hingegen seid ihr aus München. Da wart ihr nämlich. Wow. Danke, ja. Robin, für die ungefähr beste Überleitung seit immer und jeher.
Ja, Frodo und ich waren in München und haben uns das Sony-Line-Up für die kommenden Monate angeschaut, denn nachdem ja bereits Microsoft seine AAA-Titel und Spiele-Hoffnungen für die nächsten Monate angekündigt hat, hat Sony jetzt nachgezogen. Allerdings, muss man dazu sagen, hat man weniger Wert auf AAA-Titel gelegt, dafür aber ganz schön die VR-Schiene bedient und eben die neue VR-Brille von Sony vorgestellt und ein paar erste Titel dazu. Und ob uns das begeistert hat, ob irgendwem schlecht geworden ist, schaut's euch doch mal an. Mir ist schlecht. So, und was wir uns heute hier auf der Sony Experience 2016 in München anschauen. Frodo, wann erfahren wir das? Demnächst. Oder jetzt? Vielleicht auch jetzt. Geil. Wo wir Battleborn schon auf der Dreamhack angespielt haben, haben wir hier mal Paragon ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Ist der düsterste von allen MOBA-Shootern und zumindest von dem Char, den ich gespielt habe, auch so ein bisschen der wuchtigste. Ansonsten gibt es eine dreidimensionale Ebene, also es geht, naja, dreidimensional sind sie alle, aber es geht eben auch mal nach unten, zum Beispiel in den Dschungel, wo man sich dann super verstecken kann. Ist so ein bisschen, es gibt einem irgendwie das Gefühl, noch mehr im Spiel drin zu stecken. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welchen ich nicht am besten finde. Ich glaube, ich muss einfach alle sehr, sehr lange spielen und dementsprechend verabschiede ich mich hier schon mal. Nathaniel Drake, mein ganz großer Held, bin ich großer Fanboy von und seit ich weiß, dass es den vierten Teil gibt, bin ich größerer Fanboy und jetzt habe ich ihn auch noch gespielt und bin noch größerer Fanboy. Es spielt sich wie immer eigentlich, es gibt ein cooles neues Auto, es gibt diesen coolen neuen Grappling-Hook, den er da in der Hand hat. Sound ist großartig, Dialoge machen nach wie vor Spaß, besonders wenn man weiß, dass Nolan North, der Synchronsprecher, einfach ein unglaublich sympathischer Typ ist. Ich bin auf die Story gespannt, ich habe bis jetzt irgendwas von Piraten gehört, keine Ahnung, was genau passieren wird, aber heute ist der 6. März und 4 Tage und nur noch 35 Tage. Ich bin ja hier vor Ort der VR-Spezi, einfach weil mir im Gegensatz zu Frodo nicht schlecht wird. Deshalb habe ich mir unter anderem Until Dawn Rush of Blood angeschaut. Ein auf Schienen im wörtlichsten Sinne basierender Geister-Gruselbahn-Shooter. Grafisch eine ganz schicke Angelegenheit tatsächlich. Die Schockeffekte passen, man hat schön aufs Timing geachtet, man kann sich überall umschauen, es sieht gut aus. Und vor allen Dingen macht das Ballern tierisch Spaß, denn hier kommt zu der VR-Brille, die bei Sony nebenbei bemerkt eine der bequemsten ist, wenn nicht sogar die bequemste, die ich je auf hatte, was ein wichtiger Punkt ist, den man nicht vergessen darf, kommen hier noch diese zwei, ich nenne sie jetzt mal Glowsticks dazu, ich weiß, dass sie so nicht heißen, aber sie sind wunderbar als Waffenersatz. Und das Ganze macht tierisch Spaß. Ich erwarte ein Revival der Lightgun Shooter und sind wir mal ganz ehrlich, nichts ist cooler, als mit zwei Waffen und den eigenen Händen diesen Move zu machen. Als großer Mac-Fan hatte ich besonders viel Spaß im Spiel Riggs, ebenfalls ein VR-Titel, in einen riesigen Kampfkoloss aus Stahl zu steigen. Hier zum ersten Mal zwei verschiedene Steuermodi gesehen, einmal mit dem rechten Analogstick und einmal ganz ohne, sodass ich mich mit der Bewegung meines Kopfes komplett frei im Raum bewegen kann. Allerdings muss man sagen, und das macht auch hier gerade die Runde, Riggs bringt dich, wenn du es nicht so abkannst, sehr schnell an den Rand der Kotzgrenze. Das war's mit 1080 Nerd Boat für diese Woche. Sag mal, wer lenkt die Karre eigentlich? Der Olli. Was kann ich? Oh shit. Ah! Oh mein Gott, ein Eisbär! Ein Eisberg! Ein Eisbär! Ein Riesenkraken! Sir, Mr. President, Sir, die Sklaven nerven alle! Sag mal, bist du jeck? Siehst du nicht, dass ich gerade zocken bin? Sag dir einfach, du sollst machen, was du wollen. Lass mal in Ruhe jetzt. Raus hier! So, sag mal, guckst du schwer, ich hab hier die Socken am Laufen und du quatsch mich voll mit den Sklaven. Sag dir einfach, dass sie machen, was sie wollen. Raus jetzt mit dir. Okay, I play the game. You just tell the boys, do what they want. Now go. Hey, Frau Pips, sag mal, siehst du nicht, dass ich hier gerade am Zocken bin? Oder ist nicht? Sag denen einfach, die sollen machen, was sie wollen. Jetzt verpiss dich.